Ort zum Wohnen. Ungewöhnliche Zeiten erleben wir aktuell wegen der Corona-Pandemie. Aktuell steigen die Infektionszahlen wieder sehr stark an. Damit es ein bundesweit einheitliches Vorgehen gibt, soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Das haben Sie natürlich schon mitbekommen. Aber es gibt jede Menge Kritik an dem Entwurf, auch innerhalb der Regierungsparteien und angeblich sogar von Juristen im Kanzleramt. Besonders umstritten sind die geplanten Ausgangsbeschränkungen. Gegner halten sie für ungeeignet und für übertrieben. Befürworter hingegen setzen darauf, dass durch die Ausgangsbeschränkungen unzulässige private Treffen verhindert werden. Wir möchten über die rechtlichen Hintergründe sprechen, und zwar mit Frank Bräutigam in unserer SWR-Redaktion Recht und Justiz in Karlsruhe. Hallo Frank. Hallo nach Baden-Baden. Erstmal kurz zur Unterscheidung. Wir sprechen jetzt von Ausgangsbeschränkungen. Was ist der Unterschied zur Ausgangssperre? Es gibt jetzt nicht im Gesetz genau diese Begriffe und eine automatische Folge, was sie heißen. Es hängt davon ab, was die Politik konkret regelt, worum es jetzt geht. Es sind Ausgangsbeschränkungen, weil es immer auch Ausnahmen gibt. Also es ist geregelt, wenn man kranke Angehörige versorgen muss und auch den Hund rausbringen kann, muss und so weiter. Also es gibt immer Ausnahmen, deswegen Ausgangsbeschränkung. Ausgangssperre wird ja wirklich heißen, dass man unter keinen Umständen raus darf. Und so hart ist es dann wiederum auch nicht. Ab einer Inzidenz von 100 soll das bundeseinheitlich dann im ganzen Land gelten, also jeweils in den Landkreisen, in den kreisfreien Städten, wo diese Inzidenz überschritten wird. Da gibt es jetzt kritische Stimmen, sogar im Kanzleramt. Auch Juristen haben sich schon zu Wort gemeldet. Ist das juristisch haltbar? Also ich finde es schon grenzwertig. Warum ist das so? Man muss sich bewusst machen, in solchen Pandemiezeiten, ja, da darf der Staat eine ganze Menge an Einschränkungen machen. Aber es ist schon außergewöhnlich, wenn man nicht mehr frei entscheiden darf, ob man abends mal, wenn man kaputt ist, um 9 und die Tage länger werden, einmal um den Block gehen darf, um frische Luft zu holen. Das ist schon sehr, sehr weitgehend. Wenn der Staat sowas verbietet, braucht er immer einen guten Grund dafür. Und ich habe so meine Zweifel, ob es den dafür gibt, für so eine Situation. Angenommen, du gehst abends wirklich alleine raus und hältst dich an alle Regeln und triffst niemanden, dann geht keine Gefahr von dir aus. Und deswegen glaube ich, dass diese Maßnahme wirklich einen Schritt zu weit geht. Ja, der Grund ist das, was auch, glaube ich, vielen Bürgern irgendwie nicht genug erklärt wurde bislang. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür? Ist es vielleicht so, dass Ausgangssperren einfach dann einfacher zu kontrollieren sind, dass die Menschen sich eben nicht in privaten Räumen treffen? Deswegen will die Politik das. Aber die Frage ist, ob das als ausreichender Grund reicht. Denn man kann ja auch anders kontrollieren. Also man kann ja auch schauen, dass an den typischen Treffpunkten auf den großen Plätzen, wo sich Jugendliche typischerweise treffen, dass man da genauer kontrolliert. Also einfach das als Mittel zu finden. Man lässt lieber mal alle zu Hause, damit die sich nicht treffen. Das finde ich schon wirklich grenzwertig. Und wer wirklich irgendwo hin will und heimlich eine Party feiern will, der wird sich auch von so einer Ausgangssperre nicht abhalten lassen, glaube ich persönlich, und wird versuchen, das ohnehin zu umgehen. Vizekanzler Olaf Scholz hat sich heute Morgen im ARD-Morgenmagazin dazu geäußert. Wir haben auch vorhin die Aussage von ihm noch mal wiederholt. Er sagt, es ist eben so, dass diese Ausgangsbeschränkungen in allen oder in vielen europäischen Ländern sehr gut funktioniert haben. Würde das als rechtliche Begründung dann ausreichen? Ich finde, alleine reicht das nicht aus, weil man immer genau nachfragen muss, warum haben sie denn funktioniert? Und der Grund in diesen Studien ist immer, man hat damit geschafft, zumindest etwas, die Kontakte zu reduzieren. Aber ich oder du oder unsere Zuschauerin als einsame Spaziergängerin abends, die haben keine Kontakte. Und man muss auch dazu sagen, viele halten sich seit wirklich Monaten, seit einem Jahr sehr genau, die große Mehrzahl, an ganz strenge Regeln im Homeoffice, der Spagat mit der Familie zu Hause. Und wenn man dann abends vielleicht alles erledigt hat und einmal sagt, jetzt gehe ich noch mal raus, dann ist das schon ein Grundrecht, wo der Staat wirklich sagen sollte, vielleicht gewähre ich das oder vielleicht lasse ich das den Leuten jetzt einfach auch, damit die Akzeptanz für diese vielen anderen starken Maßnahmen auch weiterhin hoch bleibt. Die rechtlichen Bedenken bei dir sind regelrecht spürbar. Wie ist es denn, wenn das Gesetz jetzt trotzdem kommt, wenn es dann diese bundeseinheitliche Regelung gibt? Kann man dann, wenn es für das ganze Land gilt, trotzdem dagegen klagen? Bislang war es ja immer nur in den einzelnen Bundesländern gültig. Das stimmt. Bislang waren vor allem die Ansprechpartner dann die Verwaltungsgerichte vor Ort.
Aber die Klagemöglichkeit, die wäre weiter. Man könnte dann, so sieht es aus, direkt nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen. Denn es geht ja um Grundrechte. Es geht um ein Gesetz, das der Bund direkt gemacht hat. Also Rechtsschutz ist weiterhin möglich, ja. Und mir ist wichtig, dass bei dieser Kritik an den Ausgangssperren, dass es dabei nicht darum geht, grundsätzlich Corona-Maßnahmen zu sagen, wir brauchen die nicht und so weiter. Ich persönlich halte diese Kontaktbeschränkungen und vieles anderes leider auch für notwendig. Aber ich glaube eben, dass an diesem einen Punkt man hier vielleicht einen Schritt zu weit gehen möchte. Und das gibt ja auch noch das Gesetzgebungsverfahren in Berlin. Es ist ja auch noch nicht das letzte Wort. Vielleicht wären ja auch noch so manche Korrekturen, die das etwas abmildern, ja auch noch vorgenommen. Frank Bräutigam, vielen Dank für diese Einschätzung zu den vielleicht kommenden Ausgangsbeschränkungen oder eben auch nicht. Ende nächster Woche werden wir dann schlauer sein. Dankeschön, Frank Bräutigam nach Karlsruhe. Danke auch.